Jetzt aber mal ganz schlechte Nachrichten für Deutschlands Schulen. Der sogenannte Digitalpakt liegt seit dieser Woche auf Eis. 5 Milliarden will der Bund eigentlich den Ländern für die Digitalisierung unserer Schulen geben. Wäre dringend nötig, so wie die meisten von denen ausgestattet sind. Wissen Sie, leider haben die Bundesländer aber jetzt die Notbremse gezogen, unter anderem, weil sie zu viel Einmischung des Bundes in ihre fantastische Bildungspolitik befürchten. Dann lieber gar kein Geld. Schön blöd. Dabei könnte das digitale Lernen so toll werden, meint Friedemann Weise. Telekolleg Digitale Pädagogik mit Friedemann Weise. Digitale Pädagogik. Da stellen sich Fragen. Wie viele Likes braucht man für die Versetzung? Kann ich während des Schuljahres den Provider wechseln? Oh, und muss ich Oma jetzt extra einen E-Reader kaufen, wenn sie das Zeugnis lesen will? Das digitale Klassenzimmer, ein Herzensthema unserer Kanzlerin. Kein Wunder, als Physikerin hat sie natürlich ein Händchen für alles Technische. Aber jetzt liegt der Digitalpakt leider auf Eis, wegen der Länder. Da heißt es wieder, Schulpolitik ist Ländersache. Wenn das überall so wäre, stell dir vor, die Bahn wäre auch Ländersache. Dann würden täglich Tausende von Bahnkunden, okay, schlechtes Beispiel. Dabei hätte die digitale Schule nur Vorteile. Nie wieder versiffte Schulklos. Die Schüler lassen einfach ihre VR-Brillen auf, wenn sie aufs Klo gehen. Dann ist es zwar immer noch total dreckig, aber in der Brille sieht's aus wie ein Luxus-Pissoir. Alles wäre besser. Es gäbe endlich unangekündigte Emoji-Diktate. Einhorn, Weihnachtsbaum, Feuerwehr, Asiate beim Friseur, Aubergine, 500 Gramm gehacktes, kotzender Kackhaufen. Und der Deutschleistungskurs liest dann die Leiden des jungen Routers, Kafkas, der Prozessor und natürlich das verlorene Passwort der Katharina Blum. Oder Biologie, da spielen die nur noch Farmville. Außer sie haben Sexualkunde, da schaltet der Lehrer einfach die Google-Kindersicherung aus und fertig. Und für alle, die jetzt schreien, wir brauchen nicht mehr Tablets, wir brauchen mehr Lehrer. Denken Sie mal drüber nach, wer in Deutschland alles Lehrer werden darf. Ich sag mal so, ein Tablet wird niemals das Vierte Reich ausrufen. So, ich muss jetzt los. Ich bin nebenher noch Eurythmielehrer an der ersten digitalen Waldorfschule. Ja, wir tanzen nur noch Nullen und Einsen. Tschüss. Telekolleg, digitale Pädagogik mit Friedemann Weise.